20 Wünsche ist das eine. Das prallt dann immer auf die Wünsche des Gegners. Ich hatte ja doch schon vor etwas längerer Zeit hier mal gesagt, mein Wunsch wäre, 18 Punkte zu holen. Und der besteht unverändert. Wir haben 3 Spiele vor der Brust und ich wünsche mir, dass es 18 Punkte werden. Wenn es weniger werden, müssen wir auch damit leben. Das ist doch klar. Es können ja auch mehr werden, wer weiß das schon. Und im letzten Jahr hatten wir 13 Punkte nach der Hinserie. Und ja, also von daher gesehen, der Begriff der Zufriedenheit, wie will man den anwenden? Man steht in einem so harten Wettbewerb, dass man überhaupt nicht genau weiß, kann man zufrieden sein, kann man optimistisch sein. Ich bin ja jetzt erst ein Jahr hier, aber in diesem einen Jahr haben wir ja zu Hause doch immer wieder sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Das lässt sich nicht leugnen. Wir verloren haben wir eigentlich nur gegen die Großen, gegen Bayern, gegen Dortmund und Leipzig. Und dann haben wir gegen Darmstadt einen fürchterlichen Ausrutscher. Aber ansonsten haben wir hier nichts, haben wir hier zu Hause doch sehr eindrucksvoll gespielt. Jetzt auf unserer Weihnachtsfeier mit den Mitarbeitern ist das ja auch nochmal das Waldschmidt-Tor nochmal herausgestellt worden. Nein, eigentlich holt einen das Tagesgeschäft so schnell ein, dass man immer nur doch den nächsten Gegner vor Augen hat und Wolfsburg vor Augen hat. Und Wolfsburg hat ja, das Heimspiel habe ich gesehen, also im Fernsehen gesehen, und das war schon eindrucksvoll, was sie gezeigt haben. Ja, das muss man schon sagen. Und man muss die Spieler nicht in dem Einzelnen durchgehen, um zu wissen, dass wir gegen einen starken Gegner spielen. Aber das hatten wir bei Hoffenheim auch. Meine Hoffnung ist die, dass wir unsere Heimstärke wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. Und klar schaut man etwas auf 3 Punkte, ganz klar. Gehört dazu. Matthias Sammer hat das Spiel aus seiner Sicht kommentiert, hat seine Eindrücke zum Besten gegeben. Wir leben im Fußball damit, dass die Betrachtungsweise völlig unterschiedlich ausfallen. Dafür sind Sie ja auch alle Experten. Wir sind ja alle Experten. Und auch hier fällt es unterschiedlich aus. Also da kann man ganz gut mit leben.